Herr Professor Freise, herzlich willkommen zu unserem Gespräch. Sie sind heute bei uns auch zu Gast auf dem Friedensethischen Studientag. Das Thema ist Versöhnung und Ihr Impulsreferat heißt Versöhnung im konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung. Sie sprechen dort von persönlicher Schuld und struktureller Sünde. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Wo ist der Unterschied? Persönliche Schuld heißt, dass ich als Individuum sagen kann, da und dort habe ich mich falsch verhalten. Strukturelle Sünde meint eher, dass quasi in unsere Strukturen hinein eine Ungleichheit beispielsweise, eine ungleiche Behandlung hineingesetzt sein kann. Nicht? Ich denke an die 1950er und 60er Jahre in Deutschland, wo die Frau noch abhängig vom Mann war, wenn es darum ging, eine Arbeitsstelle anzutreten. Und das ist strukturelle Sünde für mich, wenn man es religiös deutet, dass hier quasi die Nichtgleichbehandlung in Gesetzesform gegossen wird. Kann man das vergleichen mit dem Ansatz von Johann Galtung, der ja von struktureller Gewalt spricht? Ganz genau. Das ist quasi jetzt die religiöse Deutung dessen, dass wir diese Verantwortung dafür dann eben auch übernehmen. Wir sprechen ja nicht von kollektiver Schuld, sondern von kollektiver Verantwortung. Ja, ich bin nicht automatisch schuldig für diese Gesetze, aber ich bin mitverantwortlich als Bürger, dafür zu sorgen, dass solche Ungerechtigkeit eben auch gesetzlich verändert wird. Unser Bundeskanzler, der Helmut Kohl, der ja nun jetzt schon einige Zeit auch verstorben ist, sprach irgendwann mal von der Gnade der späten Geburt. Hat er sich damit ein Stück weit aus der kollektiven Verantwortung, dieser Verantwortung entzogen oder wie würden Sie das bewerten? Ich kann jetzt seine persönliche Situation nicht benennen, aber man kann es sicherlich in zweierlei Richtung deuten. Ich kann sagen, gut, dass ich nicht gefragt worden bin, Soldat im Zweiten Weltkrieg geworden zu sein. Hätte ich möglicherweise auch getötet, wäre ich auch schuldig geworden. Das ist, kann man dann als Gnade der späten Geburt benennen, dass ich nicht in diese schlimme Situation hineingestellt wurde. Ja? Mhm. Die andere Sache ist, ob ich mich trotzdem auch verantwortlich fühle als Bürger dieses Landes, zu sagen, so etwas darf nie wieder passieren. Was tue ich heute, damit solche Situationen nicht wiederkommen? Und wir können uns ja schon fragen, gibt es nicht Anzeichen, dass wir heute ähnliche Situationen haben wie in der Weimarer Zeit, wo eine Vorbereitung eines rechtsextremen Gedankenguts und einer Machtübernahme, die hier möglicherweise vorbereitet wird, schon da ist? Und da muss ich natürlich sagen, ich bin nie zu spät geboren, ich bin jetzt geboren und habe jetzt eine Verantwortung. Sie sprechen davon, dass nur in der Annahme von Schuld der Mensch zu sich selber finden kann. Was meinen Sie damit? Wenn ich es religiös deute, sage ich, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, jeder Mensch, egal ob religiös oder nicht, ist angefragt, sich der Wahrheit zu stellen, sich dem zu stellen, was sein Leben ausmacht, wo er im Leben vielleicht auch Menschen verletzt hat, sie ihnen Leid zugefügt hat. Und wenn das passiert ist, dann muss ich als Mensch mich dem auch stellen. Und dann kann ich als religiöser Mensch nochmal sagen, Gott ist derjenige, der immer die Möglichkeit gibt, neu anzufangen und der mir auch nie die Zuwendung versagt. Und so kann ich, wenn ich diese Wahrheit, wo ich versagt habe, wo ich Menschenleid zugefügt habe, anerkenne, dann kann ich eben auch neuen Anfang machen und das befreit mich. Ist das oder bedeutet das, dass Versöhnung für einen religiösen Menschen, für einen gläubigen Menschen leichter ist als für einen Ungläubigen, in Anführungsstrichen? Das wäre zu einfach. Es gibt ja unterschiedliche Formen von Religiosität. Es gibt auch eine Religiosität, die mit Freund-Feind-Bildern verbunden ist und wo eben auch
quasi Gott als der strafende Gott missbraucht wird von der Erziehung, der schwarzen Pädagogik erkennen wir das. Wenn du das tust, dann sieht das der liebe Gott und du kommst in die Hölle. Eine solche Religiosität würde nicht helfen. Aber man kann sagen, dass eine Religiosität, wo der liebende Gott, der erbarmende Gott bewusst ist, helfen kann zu sagen, ich habe die Möglichkeit, meine Schuld anzunehmen und meinen Weg zu finden. Es gibt aber auch für nicht religiöse Menschen genauso die Möglichkeit, sich der Wahrheit zu stellen, wenn sie von einer liebenden Wirklichkeit ausgehen, wenn sie davon ausgehen, es wird mir nicht schaden, wenn ich mich der Wahrheit stelle. Es wird mich befreien und ich darf das und ich darf auch Fehler machen. Und Fehler sind dazu da, dass man daraus lernt. Und wenn jemand das in einer nicht religiösen Umwelt so tut, geht das genauso auch. Und das würde ich nicht sagen, dass religiöse Menschen grundsätzlich es einfacher haben. Wenn wir nicht versöhnt sind, da sagen Sie, führt es dazu, dass Feindbilder entstehen, dass Konflikte weiter angeheizt werden, dass aber auch Populismus aus Nichtversöhntheit entsteht. Was meinen Sie damit? Sigmund Freud hat das sehr deutlich nochmal gesagt, dass quasi alle Wut, alle Ängste im Unbewussten gespeichert werden. Und wenn ich das nicht für mich verarbeite, wenn ich die Schattenseiten meines Lebens nicht integriert habe, dann kommen sie über den Projektionsmechanismus an anderer Stelle wieder heraus. Das heißt, da, wo mir Leid zugefügt wurde, wo ich vielleicht auch Gewalterfahrungen habe, muss ich gucken, kann ich vielleicht schauen, wie kann ich das verarbeiten, wie kann ich das durchleben. Und wenn ich mich nicht mit meiner Geschichte versöhnen kann, dann stehe ich in der Gefahr, jemand anders für schuldig zu erklären. Und dieser Schuldprojektionsmechanismus, der ist damit gemeint, dass dann eben Feinde gesucht werden. Und diese Feindbilder können ja wechseln. Wir kennen das vom Antisemitismus her, wir kennen das von der Islamfeindlichkeit her oder Roma, Sinti sind die Feinde, wie auch immer. Das ist damit gemeint. Sie sprechen auch in diesem Zusammenhang davon, dass Nichtversöhnung, wenn es ganz hart kommt, auch zu Traumatisierung führen kann. Was meinen Sie damit? Ja, ich denke, Traumatisierung ist überall da erst einmal möglich, wo Menschen Leid erfahren haben, Gewalterfahrungen haben. Und es geht darum, diese Gewalterfahrung als Teil meines Lebens wahrzunehmen. Am Anfang muss es vielleicht zugedeckt sein, das braucht Zeit, bis es sich wieder öffnet, bis man sich dem öffnen kann. Wenn man eine neue Sicherheit gewonnen hat, dann kann man sich dieser Situation stellen. Ja? Aber irgendwann brauchen wir doch diesen Zugang. Das kann lange dauern. Wir kennen das vom sexuellen Missbrauch her, dass es manchmal 10, 20 Jahre braucht, bis jemand sich überhaupt erst einmal erinnert und dann auch das nochmal neu durchleidet, nochmal neu für sich wahrnimmt, aber dann eine andere Geschichte von sich erzählen kann, nämlich die Geschichte, es hat mich nicht zerstört. Ich bin ein Mensch mit diesen Narben und ich habe Kraft gehabt, weiterzuleben und ich kann so weiterleben. Aber das ist ein langer Prozess und wir können in der Versöhnungsarbeit, glaube ich, viel aus der Traumaforschung lernen, dass es Zeit braucht. Versöhnung kann man nicht machen, Versöhnung kann man nicht herstellen. Letztlich geschieht sie, wenn man sich dafür bereitet und dafür offen hält, dass etwas mit mir passiert. Und wenn man sich dem stellt, das ist ein langwieriger und schwieriger Prozess. Es kann also auch sein, dass Versöhnung manchmal gar nicht zustande kommt, weil man sozusagen eigentlich an diese Wurzeln des eigentlichen Geschehens herantritt. Kann das passieren? Das kann passieren. Es muss, glaube ich, nicht immer alles aufgedeckt werden wieder, aber ein Mensch muss ein neues Verhältnis dazu finden. Und da können natürlich auch Menschen helfen. Diejenigen, die vielleicht dieses Leid zugefügt haben, können, wenn sie um Versöhnung bitten, sicherlich demjenigen dann auch noch mal eine Chance geben. Und dann wird es leichter für ihn. Ich erinnere mich an polnische Auschwitz-Überlebende, die über das Maximilian-Kolbe-Werk
in den 1980er Jahren eingeladen wurden, nach Deutschland zu kommen. Und sie sagten, eigentlich wollte ich nie wieder in dieses Land. Eigentlich wollte ich nie wieder die deutsche Sprache hören, die ich im KZ gehört habe. Aber es hat ihnen gut getan, Menschen zu hören, zu sehen, denen sie ihre Geschichte erzählen konnte und die mit ihnen mitfühlten. Und das hat ein Stück weit Heilung gebracht. Das ist etwas, wo dieser Heilungsprozess auch nochmal gefördert wird. Oder ich denke an Dan Baon, einen israelischen Psychologen, der in Deutschland Kinder von Nazitätern mit Kindern von Holocaust-Überlebenden zusammengebracht hat. Und er hat selber von sich gesagt, ich bin ein Kind einer Familie, wo die ganze Familie außer meinem Vater gestorben ist. Er hat überlebt und bei meiner Mutter ist es ähnlich. Und ich hatte einen Hass gegenüber Deutschland. Aber in Deutschland mit Kindern von Nazitätern, beispielsweise dem Sohn von Martin Bormann, konfrontiert zu sein, der erzählt, ich hatte einen Vater, den ich geliebt habe, aber der ein Mörder war. Und dann Baon sagt, ich habe gespürt, wie dieser deutsche Mann um seine Menschlichkeit gerungen hat angesichts seiner Eltern. Das hat mir, sagt dann Baon, geholfen, den Hass gegenüber Deutschen zu überwinden und in jedem einen Menschen zu sehen. So, denke ich, gibt es sehr gute Möglichkeiten, über Begegnung, über Zuhören, Versöhnungsprozesse auf den Weg zu bringen. Jetzt sind ja dieses Beispiel, was Sie genannt haben, spricht ja an, dass sozusagen dieser Versöhnungsprozess erst in der zweiten Generation gelingt. Also wieder sozusagen anknüpfend an die Frage davor, was passiert, wenn Versöhnung eben nicht zustande kommt? Dann kann es aber sein, dass in der nächsten Generation sozusagen Versöhnung möglich ist, höre ich daraus. Aber auch wenn das nicht passiert, was passiert denn dann? Also geht das dann immer weiter oder verliert sich das irgendwann? Verliert das an Bedeutung? Es wird ja von Geschlecht zu Geschlecht weitergetragen, so wird es gesagt. Und vielleicht kann man nicht in der ersten Generation alles erwarten. Vielleicht braucht es Zeit. Und es ist schon etwas, wenn jemand sich das anschauen kann, aber dann doch nicht sehr weit kommt. Ich erinnere mich an die 1950er Jahre, wo ich als Kind eigentlich gelernt habe, die Russen, das sind die russischen Soldaten, die unsere Frauen vergewaltigt haben. Das war das Bild, das mir vermittelt wurde. Und in der Tat habe ich dann erfahren, dass eine Tante, nachdem sie über 80 Jahre alt war, von ihrer Vergewaltigung erst erzählen konnte. Und das war ein tiefes Trauma, das sie hatte. Und dieses Trauma war in der Familie verbreitet und hat verhindert, das Leid der Menschen in der Sowjetunion, in Russland zu sehen, dass es dort 27 Millionen Tote gegeben hat im Zweiten Weltkrieg, den die Deutschen angefangen haben. Dass dieses Mitfühlen war in dieser Zeit nicht möglich. Ja. Gleichzeitig kann man das aber auch jetzt nicht als Vorwurf formulieren. Es war schwierig. Und dann hat die nächste Generation die Aufgabe, das weiter zu bearbeiten. Und so braucht es Zeit. Ja, und man kann einfach nur dankbar sein für Menschen, die mutig sind und ihrer Zeit voraus sind und schon Schritte der Versöhnung gehen. Wenn Sie sagen, es braucht Zeit, Zeit ist ja ein knappes Gut. Und insbesondere vor dem Hintergrund, sage ich mal, vieler neu eskalierender Konflikte, könnte man ja dann eigentlich zu dem Schluss kommen, die Zeit haben wir eigentlich nicht oder sie läuft uns davon. Ja, das kann man insbesondere zum Beispiel bei der großen Klimafrage sagen. Die Zeit läuft uns davon. Wir stehen unter dem Druck, jetzt wirklich einen anderen Lebensstil, eine andere Politik zu beginnen und eben von der fossilen Energie wegzukommen. Und da sind große Einschnitte erforderlich, aber gleichzeitig
entsteht dann eine Angst beim Menschen, die dann auch dazu führt, dass es verleugnet wird. Und man kann sagen, dass die Rechtspopulisten nach dem Feindbild des Euros, nach dem Feindbild der Geflüchteten, jetzt das Feindbild der Klimaveränderer oder in den Blick nehmen. Also Menschen, die sagen, wir müssen den Klima aufgrund des Klimawandels unsere Politik ändern. Und sie leugnen diesen menschengemachten Klimawandel. Und da läuft uns die Zeit davon. Und das ist ein großes Problem, das wir hier haben. Wir müssen politische Veränderungen einführen und wir müssen Menschen mitnehmen. Und sie werden durch die digitalen Medien zum Teil eben auch noch mit Konstrukten beschäftigt, wo das einfach geleugnet wird. Das ist eine große Herausforderung, die wir da haben. Aber was hat hier Versöhnung für eine Aufgabe, wenn es gerade um den Klimawandel geht? Das ist ja zunächst mal, würde man annehmen, hier gibt es keine Konfliktparteien in dem Sinne, außer jetzt den Leugnern und den Befürwortern. Aber, also ich glaube, dass die Schöpfung auch ein Partner ist, dass wir auf die Schöpfung hören sollten. Das fängt bei den Tieren, den Mitgeschöpfen an und eigentlich wissen wir, dass wir kein Fleisch mehr essen dürften aus Massentierhaltung. Wenn wir sehen, wie Tiere auch leiden können, ja, wenn Küken geschreddert werden, das ist etwas, wo wir empathiefähig werden müssen. Oder wenn wir sehen, wie Tierarten oder ja, die Vielfalt der Arten zerstört wird durch unsere Form eben in der die Natur zu beeinflussen. Das ist etwas, wo wir auch hinhören müssen. Da ist auch die Natur ein Partner. Gleichzeitig natürlich auch, dass wir mit den Menschen die Sorge haben, dass ihr Lebensstil sich so ändert, dass sie nicht mehr überleben können. Ja? Die grüne Bewegung ist sicherlich erst einmal eine grüne Bewegung derer, die sich grüne Veränderungen leisten können. Und da sind wir gefordert, eben auf die Menschen auch zu hören, die im ländlichen Bereich das Auto brauchen, dass man ihnen jetzt nicht einfach wegnehmen kann, sondern zu schauen, wie finden wir mit ihnen gemeinsam Lösungen, wie nehmen wir sie mit ins Boot. Wir haben gehört, dass Sie Ihr Referat sich insbesondere mit dem konziliaren Prozess ja auseinandersetzt. Ja. Der konziliare Prozess ist ja ein ganz wichtiger Meilenstein sozusagen im Versöhnungsprozess, im Friedensprozess insgesamt. Trotzdem kann man sagen, dass so innerhalb der Kirchen, das ist zumindest manchmal so den Eindruck, den man hat, ist der konziliare Prozess so ein bisschen, läuft er so ein bisschen aus, ist nicht mehr so stark. Würden Sie dem zustimmen oder glauben Sie, dass sich da etwas Neues formiert? Ich glaube, dass mit dem Pilgerweg für Frieden und Gerechtigkeit, der in Busan angefangen hat oder dort auch nochmal propagiert wurde, sicherlich ein Weg aufgezeichnet wird. Er wird nicht unbedingt immer die Massen jetzt treffen und wir werden uns als Christinnen und Christen auch darauf einstellen, dass wir eher eine kleine Gruppe sind in einer stärker säkularisierten Gesellschaft. Aber wenn es uns gelingt, Menschen zu besuchen auf diesem Pilgerweg von verschiedenen, auch verfeindeten Gruppierungen, dann ist da wirklich auch nochmal die Chance, dass sich etwas verändert. Es werden kleinere Zahlen sein, aber die Idee bleibt. Kann die Kirche denn dann überhaupt noch was bewegen, selbst wenn die Idee bleibt, aber eben die ja, sozusagen Akzeptanz eigentlich immer weiter zurückgeht? Ich komme aus der Friedensbewegung und ich kann mich erinnern, dass wir über in den Ende der 1970er Jahre in ganz kleinen Gruppen Friedensmärsche begonnen haben und dann plötzlich Anfang der 80er Jahre waren wir mit 100.000 hier im Hofgarten und wir sollten, glaube ich, nie von der kleinen Zahl uns einfach abschrecken lassen. Das hat auch in der DDR mit kleinen Montagsgebeten begonnen, die dann mit die großen Demonstrationen auf den Weg gebracht haben. Auch da ist es so, man kann die Bewegung nicht machen. Sie kommt aber irgendwann. Und wenn man zu dem steht, was einem wichtig erscheint, dann ist das gut, unabhängig von der Zahl. Natürlich muss man immer mit dem Blick haben, wie können wir möglichst viele Leute ansprechen.
aber auch mit kleinen Gruppen kann man etwas bewegen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Gern geschehen.